So, Leute, und bevor ich hier mal irgendwas anfange, muss ich mal sagen, dass für mich jetzt ein bisschen komisch ist, wenn ich mir so drüber nachdenke, dass die drittletzte LC-Folge, die ich jetzt vorübergehend erstmal aufnehme, zumindest von einem Let's Play. Und ja, mir kamen schon wieder ein paar Fragen, hörst du jetzt wieder mit einem Let's Play auf? Ich habe doch ausdrücklich gesagt, es ist eine Pause. Und ja, ich werde trotzdem noch Videos von LC machen, zum Beispiel Heilerin, NS und alles, habe ich auch schon gesagt, aber... Ich weiß nicht, aber die Reaktion war irgendwie so komisch, dass irgendwie alle dachten, ich mache jetzt nie wieder LC und sowas. Also es geht weiter. Und da wir das jetzt schon mal geklärt haben, willkommen zum Part 123 von LC. Let's Play USA. Kein Together mehr. Basti zockt irgendwie überhaupt kein LC mehr. Naja, was soll's. Wir gucken mal kurz, ich guck mal kurz, was wir so gemacht haben. Der Part sind 46,3 GB, 12 Elemente. Ich gehe mal auf den zweiten Clip, da ich eh speede, müsste schon beim zweiten sein. Und da, genau, das war in diesem Clip. Am Anfang haben wir, glaube ich, die beiden Bosse gekloppt, wenn ich mich recht entsinne. Moment, ja. Die haben, ich wollte einfach mal ein bisschen Abwechslung machen und somit haben wir dann einfach die gekloppt. Und so ein paar Prozente gekriegt, so 2, 3 EP haben gespart, glaube ich. Ja, müssten wir. Und dann sind wir halt... Wollte ich eigentlich nochmal zu Peuriki zurückrennen, aber hab den Weg nicht gefunden, weil ich nicht mehr wusste, wo ich bin. Und dann haben wir einfach Morakis und so die ganze Zeit gekloppt. Ich will jetzt keine irgendwelche Vorträge hören. Oh, du verschenkst EP-Samen und sowas. Es ist doch egal, wo ich die durchkloppe. Das ist mein Charakter und ja. Die geben mir 293 Millionen. Peurikis geben mir 330 Millionen. Das heißt, ich habe 40 Millionen verschwendet. Sozusagen habe ich jeden 10. Mob einen EP-Samen verschwendet. Sozusagen, wenn ich einen... wenn ich eine Waffe droppe, kann ich die für 1 Million verkaufen, für die 1 Million, okay, wenn ich 2 Waffen droppe, kann ich die für 2 Millionen verkaufen, für die 2 Millionen kann ich mir noch einen EP-Samen kaufen und somit habe ich das Geld schon wieder drin. Von daher war das einfach nur mal eine Abwechslung, die nicht allzu schlimm ist. Wir sind schon wieder bei 2 Minuten, was ist denn da los? Das ging ja mal schnell rum, ich klicke mal auf den 4. Clip, und den 5. mache ich sogar, nee, 4. Von 12 mache ich meinen 4. Und ja, wir kloppen immer noch Morakis. Okay, wir haben 62% gerade im Clip. Ich schätze mal, gerade haben wir 61 oder so bei euch. Und ja, was gibt's eigentlich schon zu sagen? Das war mit... Ach so, ja, Basti war zwar in der Ferngruppe. Ah, das war die Folge, genau. Haben wir auch in 114, 115 besprochen. Das ist schon Ewigkeiten her, als wir es aufgenommen haben. Ich glaube, schon eine Woche. Ich nehme gerade... Ach, keine Ahnung, welcher das ist. Auf jeden Fall... irgendwann im Laufe des Parts werde ich irgendwas sagen, weil Basti, keine Ahnung, der war T3, ich war schon Channel 5 in einer Wurzelgrotte und dann hat er so gesagt, ja, kann ich wer T3 kommen, bin ich extra T3 gegangen, habe keinen Danke und sowas gekriegt und Basti war nur unzufrieden, hat die ganze Zeit gemeckert sozusagen, weil, keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich dann irgendwie gesagt, ach, Moment, das könnt ihr auch selber im Part dann sehen, schätze ich mal, und dann hat er irgendwann die Party genau, das war das. Ich habe ihm gesagt, geh Schurkenen. 123er Schurkenen und Level dort. Da habe ich 120% die Stunde gemacht. Allerdings habe ich da auch. Ich habe da wirklich 120% die Stunde gemacht. Könnt ihr auch mal in alten Parts nachgucken. Allerdings hat er irgendwie nur 30% in einer halben Stunde geschafft. Hat sich dann übelst aufgeregt. Und dann habe ich noch was Doofes gesagt. Und dann war sozusagen die Kacke am Dampfen. Aber das ist jetzt nicht. Ich will auch gar nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall hatten wir dann vor, mit YouTube Farmers zu machen. Allerdings war Bastian dann wieder on. Beziehungsweise nur nicht bei LC. Bei Skype schreibe ich ihn auch öfter an. Aber meistens antwortet er gar nicht. Und ja. Sozusagen ist das auch ein Teil deshalb, warum ich eine LC-Pause haben will, weil alleine habe ich einfach keinen Bock mehr. Und mit wem anders will ich erstmal auch nicht anfangen. Nicht, dass ich irgendwas gegen irgendwen habe, aber ihr braucht mir jetzt auch nicht sagen, bitte fang mit mir an oder sowas. Ich will jetzt erstmal eine Pause von LC Let's Play haben. So, wir sind schon bei 4 Minuten und ich guck mal bei 6. Clip. Was wir da so gemacht haben. 68,7% habe ich hier und wir kloppen ein paar Almas. Die geben 280 Millionen. Das wäre jetzt wieder die Sache. 50 Millionen von vorhin statt 40, aber drauf geschissen. Hier sieht das schon. Basti ist jetzt nicht mehr in der Gruppe und ich schätze mal, irgendwo verlässt er gleich. Dings. Ich habe da im Chat geschrieben und habe nicht mal einen Danke gekriegt dafür, dass ich extra Teil bringe, obwohl ich 5 bei Peurikis war. Auf 5 sind da welche. Keine Ahnung. Fand ich ein bisschen komisch damals. Dann ist Basti auch gleich aufgegangen bei Skype und alles. Und ja. Für alle, die es interessiert, Basti kenne ich ja nicht in Real Life. Der wohnt ja 200 Kilometer von mir ungefähr entfernt. Treffen
werden wir uns erstmal auch nicht. Und ja, schätze ich mal. Keine Ahnung. Ich habe jetzt schon über 70%. Wie viel schätzt da? Wie viel habe ich am Ende des Parts? Ihr könnt mal kurz 10 Sekunden gebe ich euch Zeit zu schätzen, wie viel Prozente ich habe. Lalalalala. Nachdenkzeit, ne? Ja. Yep. Denkt er immer noch nach? Okay, ich habe 85,75%, habe ich gerade nachgeguckt. Und somit habe ich ein paar Prozente geschafft. Muss man einfach mal sagen, ich hatte 30% ungefähr geschafft. Ich hatte auch nicht vor, so viel zu machen. Ich wollte einfach nur, dass ich in der nächsten Stunde Level abschaffe. In der nächsten Part werden wir auch nicht in der Wurzelgrotte sein. Habe ich mir was Spannendes überlegt. Es ist mal einfach eine Abwechslung anstatt diesem öden Scheiß Wurzelgrotten, Peureki, Hustanfall, Scheiße, aber ich will nicht husten. Ja, was meine ich jetzt? Ich werde gleich husten müssen und dann werdet ihr es einfach hören müssen. Tut mir leid, für alle, die abgrundtief husten im Let's Play hassen, die sollten einfach mal wegklicken und ja, genau das machen. Auf jeden Fall huste ich jetzt. Okay. Wir sind bei 6 Minuten und ich will nicht mehr sagen, also höre ich jetzt auf mit dem Wort zu sagen. Und gerade haben wir 76%, schätze ich mal. Wir kloppen immer noch Morakis, eigentlich den Rest der Dings hier kloppen wir nur Morakis. Am Ende wollte ich eigentlich nochmal nach Nairat, allerdings, also zu den 127er Habchen und gucken, wie viel die mir geben und alles. Allerdings hatte ich dann irgendwie bei der Aufnahme so einen Fehler. Und ja, das wird wahrscheinlich nicht mehr ein paar drin sein. Muss ich mal gucken. Aber ich kann die Festplatte ja jetzt mal löschen. Ja, sehr gut. Ich kann jetzt mal ein paar Aufnahmen von der Festplatte löschen. LC. 119 ist gerendert. Löschen. 33 GB waren das. Löschen und ist streng geblieben. Nice. Naja, egal. Da will ich eigentlich auch gar nicht die ganze Zeit nebenbei quatschen. Auch wenn sie jetzt gelöscht ist und ich sozusagen jetzt 120 lösche, sollen diese 10 Elemente wirklich gelöscht werden. Ja, sind weg. Jetzt 118. Dann werde ich nämlich demnächst... Ich weiß nicht, ob ich das Video in Marcus Reborn, die gottverdammte Ausnahme, schon hochgeladen habe. Wenn ja, hoffe ich, dass es viele gut fanden und ich habe da eigentlich mein Bestes mitgegeben. Also ich meine jetzt erstmal nur... Nee, warte mal. Das Video ist noch gar nicht oben, während ihr das hier gerade hört. Oh, Entschuldigung. Ich habe jetzt ein bisschen gespoilert. Nee, habe ich ja nicht gespoilert. Naja, ich gucke mal auf die Uhr. 7 Minuten 40. Was kann man nochmal so 2 Minuten labern? Worüber kann man labern in den letzten 2 Minuten? Ich werde mit Minecraft weitermachen. Wahrscheinlich. Muss ich mal gucken, ob es noch geht und alles. Ich muss mir die neueste Version draufziehen und so. Und ich muss mir mal dafür wieder erkundigen. Ich habe keinen Plan mehr, was die neuesten Updates und so sind. Normalerweise war ich auch so ein Typ, der Gronkhs Videos immer verfolgt hat. Allerdings irgendwann... Ab 520 oder so konnte ich nicht mehr hinterherkommen, weil ich überhaupt keine Zeit mehr hatte. Und dann war ich einmal 10 Folgen hinterher, dann konnte ich nicht mehr weitermachen, weil die 10 Folgen konnte ich nicht mehr aufholen an einem Tag. Dann waren es auf einmal 12 Folgen, am nächsten Tag 14 und dann, ja, dann waren es zu viele, dass ich hinterherkommen konnte. Und jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, was die neuesten Updates sind. Da hat man ja immer alles gewusst, was neu ist und so. Und ja, muss ich mal einfach mal gucken. Es wird ja auch öfter gefragt, ob ich Minecraft wieder hochladen kann und ob irgendwelche anderen... Rollercoaster soll ich auch am besten 5 Parts am Tag rausbringen, wird mir oft gesagt. Würde ich ja gerne. Aber wenn ich einen Part hochlade, hat er am nächsten Tag 200 bis 300 Aufrufe. Wenn ich einen zweiten Part hochladen würde, 2 Parts am Tag, würde der so was von gar nicht angeklickt werden, dass es einfach nur die Mühe umsonst wäre. Und sag ich mal, eine Folge von allem dauert ungefähr 3 Stunden, bis es oben ist. Vielleicht auch 4. Und wenn ich dann 4 Stunden dafür verplempere, sage ich mal, damit ein Part 100 Aufrufe kriegt, ist nicht so das Wahre. Da bin ich froh, dass LC wirklich immer 500 bis 800 Aufrufe gekriegt hat, manchmal sogar 1000. Ich guck mal kurz hier bei meinen Videos. 600, 600, 700, 800... 784, 810, 470, naja. Auf jeden Fall fand ich die Aufrufzahl eigentlich immer perfekt schon und ich fand auch lustig, wie meine Abos damals, als ich das Let's Play angefangen habe, einfach mal innerhalb eines Monats um 200 gestiegen sind. Fand ich einfach nur himmlisch, göttlich, Bombe. Und ich hoffe, dass das irgendwie beim anderen, ja, bei einem anderen... einem anderen MMORPG genauso wieder sein wird, wenn ich mal irgendwie ein neues anfangen werde. Beziehungsweise bald. Ich fange bald ein neues an. Hoffe ich. Zumindest, wenn ich mal Zeit finde.
Naja, ich verabschiede mich mal von euch. 10 Minuten sind rum. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, wieder diese Folge und so weiter. Ich müsste eh wieder husten und wir sehen uns in Folge 124. Tschüss.